Wir haben uns überlegt, was wäre denn ganz toll, ne? Und was würde ich denn gerne sehen? Was wäre denn so die nächste Dimension? Austin 2 hat ganz viele tolle Facetten. Es ist zum einen eben diese Emotion, die da ist zwischen Mika und Austin. Und dann ist eben jetzt auch das weiße Pferd, die 33, dabei. Und dann haben wir unsere ganze Pferdeabteilung wieder dabei natürlich. Gerd und Vanessa und Kenzie. Kenzie ist halt die Pferdetrainerin und bringt mir Sachen bei und ist aber auch sehr viel halt gerade für die Pferde zuständig. Der Hausmeister ist eigentlich dazu da, die Komponenten zusammenzuführen und eine Kenntnis mit reinzubringen über das Wesen, über das Verhalten der Pferde und dann auch zu sagen, wie weit kann ich überhaupt gehen. Mir fällt es nicht schwer, mit einem Pferd zu spielen, gerade nicht mit James, weil ich den auch ganz toll finde. Und was aber wichtig ist, wenn man mit einem Pferd sozusagen spielt, dass man immer mit der Konzentration beim Pferd ist. Das Gute ist, dass sie keine Angst hat. James hat sie ja auch schon so eine Verbindung aufgebaut und sie vertraut ihm, wenn sie sich auf ihm draufsetzt ohne alles. Und ich sage ihr, geh mal dahin und reit mal dahin, aber vorsichtig, er ist ein bisschen nervös, ich bin gerade mit ihm galoppiert. Sagt sie, ja, ja, und macht es so, also total locker. Das Pferdethema auf jeden Fall größer und ist auf jeden Fall viel, viel aufwendiger gewesen als der erste Teil. Wir haben Wettrennen mit einem Flugzeug, wir haben eine Flucht, wir haben alles Mögliche. Das sind Szenen im Wald, das sind ein Traum einfach so, wenn die mit den Pferden spielen. Und das war auf jeden Fall auch eine Riesenherausforderung, dann eigentlich das so zu bekommen, wie zwei Pferde tatsächlich miteinander spielen würden. Diese Pferdeherde hat auf jeden Fall sehr, sehr gut zum Grundgefühl vom Film gepasst, was ja, wo es da geht um Befreien und eigentlich Abhauen und Rauslassen. Dann ist das passiert, was natürlich gar nicht passieren darf. Die haben da eine Lücke gefunden und dann ist ein Pferd durch und dann sind alle hinterher und dann rannten diese Pferdeherde uns davon. Da hatten wir Glück, dass da nichts passiert ist, weil sie sind da durchgerannt und auf irgendeiner Wiese dann stehen geblieben und haben gefressen. Man merkt, dass das ähnlich wie die Philosophie des Films auch ist, irgendwie mit dem Fühlen auch zu tun hat, dass man eben diese richtige Ebene an Respekt da aufbaut und eine Verbindung herstellt. Ist auf jeden Fall auch eine Hommage an die Schönheit und die Kraft von Pferden. Auf jeden Fall die Liebe, meine Liebe zu den Pferden. Und das habe ich auf jeden Fall versucht, filmisch umzusetzen.